Monika, ach, hier sind Sie. Oh, hallo, Tom. Ich bin froh, dass ich Sie gefunden habe. Ich habe Sie überall gesucht. Oh, das tut mir leid, aber als ich hier kam, hatte ich furchtbaren Hunger und wollte erst frühstücken. Ja. Frühstücken Sie mit? Nein, danke, aber ich werde Ihnen Gesellschaft leisten. Ist gut. Na ja, heute ist ja nun der große Tag, nicht wahr? Was für ein großer Tag denn? Ach komm, Sie sagen Sie mir nicht, Sie hätten das vergessen. Heute ist doch mein großer Tag. Ich fahre nach Boston und trete meine neue Stellung an. Oh, ja, ganz recht. Entschuldigung. Ich hab's wirklich vergessen. Tut mir leid. Oh, na ja, warum sollten Sie es auch nicht vergessen haben? Immerhin ist es nur ein großer Tag in meinem Leben. Ja, das ist richtig. Würden Sie das mal haben? Oh, selbstverständlich. Danke. Sie werden sehr erfolgreich sein und sicher Karriere machen. Da habe ich gar keinen Zweifel. Bitte sehr, der Rest ist für Sie. Das ist ein schönes Kompliment. Vielen Dank. Aber im Grunde nur Ihnen zu verdanken habe, dass ich diese Chance bekommen habe. Also, ich werde Ihnen das nie vergessen. Darauf können Sie sich verlassen. So viel habe ich doch wirklich nicht dafür getan. Oh doch, ich finde, Sie haben sehr viel getan. Ach, ich habe Sie doch nur mit einem Freund zusammengebracht. Trotzdem freue ich mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Helfen? Helfen? Sie waren der Schlüssel zu der ganzen Sache. Und es tut mir sehr leid, dass Sie deswegen Ärger mit Dr. Hardy hatten. Ach was, das ist doch schon vorbei. Naja, ich hätte mich an die Spielregeln halten und dem General Hospital die Möglichkeit eines Gegenangebots einräumen sollen. Aber die Chance, einen solchen Sprung auf meiner Karriereleiter zu machen, war mir einfach zu wichtig. Und nebenbei, ich wusste, dass man hier mit dem Gehalt nicht mithalten konnte. Ich habe nämlich Freunde an höherer Stelle, die mir das verraten haben. Also ich hoffe, dass Sie alles erreichen werden, was Sie sich wünschen. Danke, Monika. Ich sag's nochmal, ich werde Ihnen das nie vergessen. Ich hoffe, ich kann das meinem Leben wieder gut machen. Vielleicht können Sie mir wirklich irgendwann einen Gefallen tun. Es ist immer gut, jemanden zu haben, der einem noch einen Gefallen schuldet. Da haben Sie recht. Was ich sagen wollte, dieser Bluttest, der bewiesen hat, dass Alan der Vater Ihres Babys ist, hat er Ihre Beziehung zu Alan etwas einfacher gemacht? Oh, auf jeden Fall verdanke ich das ausschließlich Ihnen, nicht wahr? Also sind wir beide quitt. Wie auch immer. Viel Glück. Monika. Egal, was passieren wird, ich werde Sie nie vergessen. Ich Sie auch nicht. Bobby? Guten Tag, Frau Dr. Quatermain. Ich möchte Ihnen sagen, dass es mir furchtbar leid tut, was mit Ihrer Tante passierte. Aber sie wird durchkommen, nicht wahr? Naja, das kann man im Moment noch nicht sicher sagen, aber wir drücken ihr die Daumen. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, sagen Sie es mir bitte. Vielen Dank, gut. Entschuldigen Sie mich, Anne. Irgendwelche Nachrichten für mich? Ich sehe gleich nach. Heute ist Ihr letzter Tag bei uns, nicht wahr, Herr Dr. Henry? Oh, nicht nur das. Es ist sogar meine letzte Stunde. Sicher eine interessante Aufgabe für Sie. Ja? Vielen Dank. Morgen werde ich bereits in Boston sein. Da wünsche ich Ihnen viel Glück. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen allen noch für die gute Zusammenarbeit danken. Dann schicken Sie uns mal eine Karte, damit wir auch alle wissen, wie es Ihnen dort geht. Ja, das werde ich bestimmt machen. Monika, wir bleiben in Verbindung. Also nochmal viel Glück, Tom. Danke, Monika. Wollen Sie jetzt gleich gehen? Ja, ich wollte nur noch Dr. Hardy auf Wiedersehen sagen. Und dann wollte ich verschwinden. Ich glaube, der Chef ist gerade da drin bei meiner Tante. Hoffentlich ist sie bald wieder ganz gesund. Ja, das hoffe ich auch. Hallo, Monika. Ach, Edward. Was macht ihr denn hier? Ich denke, du wolltest heute früh wegfahren. Ich hatte noch was zu erledigen und will mich jetzt von Leslie verabschieden. Und dann werde ich fahren. Weißt du, wie lange du wegbleiben wirst? Nein, aber es wird ein ausgedehnter Urlaub. Wann ich zurückkommen werde, weiß ich nicht. Oh, na schön. Dann will ich dich nicht länger aufhalten. Monika, ich würde gern noch etwas mit dir besprechen. Hast du einen Augenblick Zeit? Also gut, Edward. Ihr entschuldigt mich bitte. Vielleicht setzen wir uns kurz da drüben hin. Gut. Ich dachte hier. Bitte. Wie geht es dir und Lila? Ach, immer dasselbe. Jetzt, wo wir uns sozusagen zurückgezogen haben, passiert nicht mehr viel in unserem Leben. Aber ihr fühlt euch wohl dabei. Oh ja, ja, es gefällt uns. Lila hatte die ganze Zeit gehofft, du würdest sie mal anrufen. Sie vermisst dich, Monika. Gut, dann werde ich mich mal melden. Das mache ich ganz sicher. Monika, ich wollte mit dir über das Sorgerecht für das Kind sprechen. Du wirst sicher sagen, das wäre eine Sache zwischen Ellen und dir und würde mich nichts angehen. Aber ich finde, das Ganze geht mich doch etwas an. Und ich bin der Meinung, dass du dich in dieser ganzen Angelegenheit ziemlich unvernünftig verhältst. Ach, wirklich? Inwiefern? Insofern, als du das alleinige Sorgerecht für das Kind verlangst. Falls du hierher gekommen bist, Edward, um mit mir darüber zu sprechen, hast du den Weg leider umsonst gemacht. Weil ich meine Meinung nicht ändern werde. Monika, ich verstehe beim besten Willen nicht, warum du so eigensinnig bist.
Ich bin nicht eigensinnig. Ich weiß, was Alan für ein Mensch ist und wozu er fähig ist. Und um nichts in der Welt würde ich es zulassen, dass er meinen Sohn erzieht. Alan, Alan, warten Sie einen Moment. Hallo, Tom. Ich freue mich, dass ich Sie noch antreffe. Ich wäre ungern abgereist, ohne Ihnen auf Wiedersehen zu sagen. Ich wünsche Ihnen recht viel Erfolg in Boston. Danke, gute Wünsche kann ich brauchen. Wissen Sie, ich bin Ihrer Frau wirklich sehr verbunden, dass sie mich für diesen Posten empfohlen hat. Wenn sie nicht ein gutes Wort für mich eingelegt hätte, hätte ich diese Stellung wohl kaum bekommen. Ich bin sicher, dass es Ihnen dort gut gefallen wird. Oh ja, daran zweifle ich nicht. Wissen Sie, ich habe Sie in letzter Zeit nicht sehr oft gesehen und hatte keine Gelegenheit, mit Ihnen zu reden. Ich nehme an, Sie müssen über die Ergebnisse der Bluttests zufrieden sein. Ich verstehe nicht. Ja, ich weiß, dass Sie und Monica nie irgendwelche Zweifel hatten, wer der Vater des Jungen ist. Aber trotzdem muss es ein gutes Gefühl sein, es schwarz auf weiß zu haben, dass Sie der Vater sind. Guten Tag, meine Damen. Hallo. Also, ich finde, Sie sehen heute besonders fröhlich aus. Vielleicht deshalb, weil Sie bald in Urlaub gehen? Offen gesagt, nein. Ich habe mich anders entschlossen. Noch nie ist es meinem Bein so gut gegangen. Das klingt, als hätten Sie eine Wunderkur entdeckt. Weißt du, Amy, das glaube ich auch. Das ist aber sehr schön für Sie, Ellen. Und ich weiß auch, dass Leslie sich darüber freuen wird. Eine schöne Überraschung, wirklich. Ich hatte noch nicht mal Zeit, es ihr zu sagen. Ich glaube, ziemlich viele Leute werden davon überrascht sein. Sagen Sie, war Zelda Bernstein heute schon im Krankenhaus? Sie ist vor ein paar Minuten gekommen. Sie wartet auf Sie in der Cafeteria. Ich bin dort, wenn mich jemand braucht. Danke. Ah, meine Frau und ihre beste Freundin. Gail, wie geht's? Guten Tag, Ellen. Monica, was macht unser Sohn? Ihm geht es sehr gut. Ich vermisse das Kerlchen doch sehr. Vielleicht er mich auch, obwohl er noch so klein ist. Eigentlich würde ich heute Nachmittag gern vorbeikommen und ihn sehen. Bist du zu Hause? Wenn du ihn vor deiner Abreise noch mal besuchen möchtest, dann geht das natürlich. Gut. Auch übrigens, falls es dich interessiert, ich habe meine Reise abgesagt. Was? Wie du weißt, kommt es manchmal im Leben aus guten Gründen auf den richtigen Zeitpunkt an. Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, Ellen. Na schön. Dann also bis nachher bei dir. Gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Alles in Ordnung? Aber natürlich, warum denn nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe, dass jetzt nicht der geeignete Zeitpunkt für seinen Urlaub wäre. Ich finde, er hat seine Meinung sehr plötzlich geändert. Das ist sein gutes Recht. Natürlich, aber es muss schon etwas furchtbar Wichtiges passiert sein, wenn er alles so plötzlich absagt. Er wird schon seine Gründe haben, Gail. Amy, Gail und ich machen jetzt eine Pause. Wir sind in der Cafeteria, wenn irgendjemand uns suchen soll. Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Zelda. Das macht doch nichts. Ich bin gerade gekommen. Der Termin war doch sehr kurzfristig. Seitdem ich der Anwalt Ihrer Familie bin, reserviere ich immer Zeit für Sie. Ja, aber ich möchte das keinesfalls ausnutzen. Ich habe einen Entschluss zur Scheidung gefasst. Oh, ich dachte, es wäre entschieden, dass sie einvernehmlich wird. Ja, das hatte ich auch vor. Denn bis heute hatte ich allen Grund anzunehmen, dass der Vater meines Sohnes Rick Weber ist. Bis heute? Genau. Bis ich rein zufällig herausgefunden habe, dass Monica die Vaterschaftstests veranlasst hat. Und die beweisen ohne den geringsten Zweifel, dass Alan Quartermain Jr. mein Sohn ist. Sie entdeckten es durch Zufall? Ja, und aus einer absolut kompetenten Quelle. Das wollte ich Sie gerade fragen. So. Noch etwas sollten Sie wissen. Trotz dieser Tatsache ließ mich Monica weiterhin in dem Glauben, dass Rick Weber der Vater ist. Sind Sie auch schockiert? Ja, wirklich. Bei dieser Frau wundert mich gar nichts mehr. Drehen Sie sich nicht um. Ich sehe sie mir an und frage mich, wie ich sie jemals lieben konnte. Ich werde keiner einvernehmlichen Scheidung zustimmen. Ich werde sie bis zur letzten Instanz bekämpfen, bis ich es habe, das alleinige Sorgerecht für meinen Sohn. Ich werde mich bald mit Ihnen in Verbindung setzen. Ist gut. Ich möchte nur zu gerne wissen, wie Ihre Schwester reagiert, wenn sie erfährt, dass Alan Jr. doch ein echter Quartermain-Erbe ist. Die Welt wird für sie einstürzen. Sie war so sicher, dass das Geld an ihren Sohn Ned fallen wird. Sie war sich auch so sicher, dass Alan Quartermain Jr. der Sohn von Rick Weber ist. Sehr viele Leute haben das geglaubt. Einschließlich Rick. Tja, dann können wir uns ja noch auf einiges gefasst machen. Endlich sehe ich Monica so, wie sie wirklich ist.
Sie hat ihr ganzes Leben lang gelogen und betrogen, ohne dafür büßen zu müssen. Das ist jetzt vorbei. Es war auf jeden Fall die schönste Porzellanausstellung, die... Monika! Hm? Was? Entschuldigung, was ist? Monika, was ist denn mit dir los? Ach, wie meinst du das, Gail? Ich bin wahrscheinlich der glücklichste Mensch auf der Welt. Nein, ich nehme das zurück. Ich bin sogar der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich das nicht glaube. Wir sehen uns dann heute Nachmittag um 4, einverstanden? In Ordnung, ist mir recht, ich bin da. Gut. Schön, Sie wiederzusehen, Zelda. Ich freue mich, Sie zu sehen, Monika. Und Sie gehen. Danke, Zelda. Ihr entschuldigt mich, ich muss jetzt wieder nach oben. So, wo waren wir? Ich sagte gerade, ich glaube dir nicht, dass du so glücklich bist. Das ist doch albern. Sieh mal, ich habe einen Sohn, den ich anbete. Und Rick ist fast mit der Planung für die Klinik unten am Hafen fertig. Wir werden zusammenarbeiten. Weißt du, Gail, ich habe bald alles, was ich mir erträumt habe. Den Mann, den ich liebe und meinen Sohn. Und was ist mit deiner Scheidung? Tja, du kennst Rick. Er legt viel Wert auf gesellschaftliches Ansehen. Das heißt, dass er es für richtig hält, wenn wir ein wenig Zeit vergehen lassen zwischen meiner Trennung von Alan und der gerichtlichen Scheidung. Er hat das aber nicht für nötig gehalten, als er von Leslie geschieden wurde. Schon, Gail, aber er hat seine Gründe. Du weißt, er macht sich Sorgen um das Gerede. Er will auf keinen Fall, dass wir in einen Ruf geraten, der unserem Sohn schaden könnte. Alan Junior. Wirst du ihn auch weiterhin so nennen? Alan Junior? Oh, nein. Mit dem Namen müssen wir uns noch was einfallen lassen. Das glaube ich auch. Also, ich werde ihn sicher nicht Richard Junior nennen. Denn sonst ruft man ihn noch Ricky und das gefällt mir nun wirklich nicht. Vermutlich sieht Rick das, aber doch ein wenig anders. Oh ja. Oh ja, Gail, er hat ganz feste Vorstellungen. Du solltest ihn mal beobachten. Es ist bewundernswert, wie sehr sein Herz an seinem Sohn hängt. Weißt du, manchmal bin ich sogar eifersüchtig auf die beiden. Monika, ist dir nicht aufgefallen, dass sich Alan heute merkwürdig verhalten hat? Mir ist nichts aufgefallen. Erzähl mir nichts. Das musste dir auffallen. Gail, warum fragst du mich danach? In meinen Augen hat sich Alan schon immer merkwürdig verhalten. Und ich danke dem Himmel, dass alles, was er tut oder sagt, mich nichts mehr angeht. Oder meinen Sohn. Alles sauber? Hm? Oh, mein Liebling. Ich bin ja so froh, dass du noch viel zu klein bist, um zu wissen, was hier los ist. Wenn du alt genug bist, um es zu verstehen, wird alles wieder in Ordnung sein. Und du wirst dich um nichts anderes kümmern müssen, als dein Leben zu genießen. Ja? Oh, wer kann das sein? Wer hat da geklingelt? Wollen wir mal nachschauen? Na gut. Alan. Hallo, Monika. Und Edward. Das ist aber eine Überraschung. Hallo, junger Mann. Tja, mein Vater und ich wollten unbedingt Alan Junior sehen. Deshalb haben wir dich überrascht. Entschuldige, Dad. Darf ich ihn wohl mal nehmen? Ach, ja, natürlich. Danke. Na, du? Hallo. Guten Tag. Hallo. Prächtig. Du siehst prächtig aus. Ja, ihm geht es gut. Was hast du, Monika? Kommen wir dir denn ungelegen? Oh, nein, Edward. Es ist nur... Weißt du, ich habe das Baby gerade gebadet und ich will nicht, dass es sich erkältet. Ich muss ihm sein Hemd anziehen, hier. Würdest du ihn mal richtig halten? Natürlich. Sonst alles in Ordnung? Ja. Ja? Alles bestens. Warum? Du zitterst ja, Monika. Wie kommst du darauf? Fehlt dir wirklich nichts? Nein. Na gut. Na, komm hier rein. Gib ihn mir. Na, wird's denn gehen? Beeilt euch, ich will ihn schließlich auch ja, mal halten. Gleich. Oh, Monika. Du weißt gar nicht, wie gut es tut, den Kleinen im Arm zu haben. Doch, das weiß ich schon. Ich glaube, dass es Ihnen dort sehr gut gefallen wird. Das hoffe ich allerdings auch. Übrigens, ich hatte zwar bislang keine Gelegenheit, mit Ihnen darüber zu sprechen, aber...
Ich weiß, dass Sie sich sicher über die Ergebnisse der Bluttests gefreut haben. Was meinen Sie? Tja, ich weiß natürlich, dass Sie und Monika nie daran gezweifelt haben, wer der Vater des Jungen ist. Aber trotzdem muss es doch ein schönes Gefühl sein, wenn man die Gewissheit hat, dass Sie der Vater des Kindes sind. Ah, ein prächtiges Kerlchen, Monika. Ja, findest du auch. Ja, du bist ein lieber Junge. Er wächst in letzter Zeit so schnell. Spiel nicht so lange mit ihm, Edward. Er muss noch seine Flasche bekommen und dann ins Bett gehen. Nur ein paar Minuten, Monika. Ich verspreche es dir. Gut, ich nehme dich beim Wort. Wie kannst du es wagen, deinen Vater einfach so mitzubringen, ohne jede Vorwarnung? Warum? Haben wir dich gestört? Du hast kein Recht, mich so unter Druck zu setzen. Wie kommst du darauf, dass ich dich unter Druck setze? Deinem Vater vorspielen zu müssen, unsere Scheidung wirke sich nicht negativ auf unsere Beziehung aus. Reg dich nicht auf, so lange dauert's nicht mehr. Es geht nicht mehr, Alan, dafür ist schon zu viel passiert. Monika, ich bitte dich nur um eines, versetz dich doch jetzt mal in meine Lage. Tief in mir fühle ich, dass Alan Jr. mein Sohn ist. Dieses Gefühl ist stärker, als ich es ausdrücken kann. Er ist es nicht! Ich hatte fest daran geglaubt, dass er es ist. Während deiner Schwangerschaft und seiner Geburt, ebenso wie bei seiner Herzoperation, fühlte ich, dass er mein Kind ist. Versuche bitte, das zu verstehen. Hör auf, mich zu demütigen und sei etwas freundlicher zu mir. Das ist ja wirklich nicht zu fassen! Wie kannst du noch Rücksichtnahme oder Freundlichkeit von mir verlangen? Wie kannst du das nach all dem, was du Rick und mir antun wolltest? Was ich dir und Rick antun wollte, habt ihr selbst herausgefordert. Wenn ihr mich also schon verurteilt, dann vergesst bitte nicht, dass du mich hinter meinem Rücken betrogen hast und dass du mir ins Gesicht gelogen hast, wann immer du es für richtig hieltest. Wenn du jetzt all das bedenkst, dann ist es kein Wunder, dass ich tat, was ich getan habe. Mach das nicht mit mir, Alan. Es gibt keine Entschuldigung für versuchten vorsätzlichen Mord. Und was immer ich dir angetan habe, hast du mir sofort zurückgezahlt, sodass jeder den anderen genug gequält hat und wir endlich quitt sind. Sind wir das? Weißt du was, Monika? Leid ist etwas, das sehr schwer zu messen ist. Du kannst vielleicht vermuten, was ich empfinde, aber du weißt es nie mit völliger Sicherheit. Rechne es deshalb nicht einfach gegeneinander auf, was ich tat. Was ich versucht habe, euch anzutun, war der letzte verzweifelte Schritt eines Menschen, der über die Grenzen von Zorn und Verzweiflung hinausgetrieben wurde. Wie du siehst, zittere ich noch, wenn ich nur darüber rede. Weißt du, Alan, ich kann mich kaum noch erinnern, dass ich dich einmal richtig geliebt habe. Du hast mich nie geliebt. Du hast mich geheiratet, weil Rick Leslie geheiratet hatte. Es war nur deine Enttäuschung. Ich war nur der Ersatzmann. Nein, ich liebte dich. Wirklich. Ich war stolz darauf, dass ich deine Frau werden durfte. Aber all das spielt keine Rolle mehr. Jetzt denke ich nur noch daran, dass alles bald überstanden ist. Ich will die Scheidung und ich bekomme mein Kind. Mein Baby und Rex.